Heyo, herzlich willkommen zu Heartbeat Gaming. Ja, und wir machen ein kleines Gameplay zu Wings of Prey. Ich bin der Phil und ich zeige euch jetzt ein bisschen das Spiel. Ja, ja, das schieße ich auch schon. Wings of Prey ist nämlich ein, ja, Flugsimulator, würde ich schon sagen. Jetzt gerade spiele ich Luftkampf. Dazu bräuchte ich jetzt aber Feinde, die habe ich jetzt nicht eingestellt, also andere Spieler kommen jetzt auch nicht in meinen Server. Und da geht es dann einfach darum, den Gegner abzuschießen. Ja, dann gibt es noch einige andere Game-Modes, wie zum Beispiel Flughafen einnehmen. Und wie ihr euch denken könnt, soll man da den Flughafen einnehmen, ja? Wie das geht, zeige ich euch auch gleich. Aber nur indem ich lande. Denn zum Flughafen einnehmen muss man landen. Was auch geht. Darum würde ich das Spiel auch als Simulator bezeichnen. Nicht als reines, weiß nicht, Kampfspiel, Deathmatch-Ding. Nee, nee. Ja, gerade haben wir die Außensicht. Können wir natürlich auch umstellen in die Cockpit-Sicht. Und ja, das Cockpit ist wirklich ziemlich genau. Also wenn ihr jetzt mal auf die Pedale unten guckt, bewegen sich leicht, wenn ich zur Seite fliege. Genauso wie der Schub hier. Und hier diese, was ist denn das? Diese Anzeige da vorne. Die kippt. Ja, ja. Das ist schon ganz cool. So, wo ist denn jetzt der Flughafen? Muss ich mal eben gucken. Ich will euch jetzt mal zeigen, wie man landet. Ach, vorbeigeflogen. Wir fliegen gerade übrigens über Berlin. Vielleicht haben sie ja einige erkannt. Okay. Nee, ich glaube nicht. Steht das da auch? Ja, das steht da auch auf der Karte. Naja. Und da vorne dieser riesige grüne Fleck, das ist ja der Flughafen. Und da landen wir jetzt mal. So, ich gebe mal ein bisschen Gas. Ja. Was lässt sich noch sagen? Also es gibt wirklich ziemlich viele Flugzeuge. Und mit dem Add-on Wings of Luftwaffe gibt es dann auch noch einige Flugzeuge mehr plus Tarnanstriche. Ja, das ist, falls ihr euch es kaufen wollt, bis zum 10. Juli wahrscheinlich noch im Steam-Angebot. Jetzt vor ein paar Tagen war es wirklich richtig im Angebot. Da war es dann für 3 Euro im Angebot. Jetzt ist es auch nur noch ein bisschen reduziert auf jeden Fall. So, also was wir jetzt machen zum Landen. Wir drosseln erstmal die Geschwindigkeit. Niedriger fliegen und dann gerade auf den Flughafen zukommen. Die Geschwindigkeit haben wir jetzt gedrosselt. Das sieht man oben links. Prozentanzahl da. Und dann fahren wir mal das Fahrgestell aus. So. Seht ihr hier? Oh, oh. Hochziehen. So, dann werden wir langsamer und mal ein bisschen Gas wieder. Zu langsam darf man dann auch nicht landen. Dann stürzt man ab. So. Wieder da. Och Gott, wie schräg. Ja, egal. Ich will es euch ja nur mal kurz zeigen hier. So. Und dann drossel ich nochmal und setzen wir auf. Oh. Ja, gut. So geht schon mal nicht landen, ne? Das wollte ich euch ja nur mal kurz zeigen. Ich zeige euch mal die Flugzeuge. So, das sind sie alle. Also da gibt es wirklich richtig viele. Hier diese gelben, das sind die Flugzeuge aus dem Add-on. Wings of Luftwaffe. Da haben wir auf dieser Map erstmal einen nur. Das ist von Map zu Map auch unterschiedlich. So, dann nehmen wir doch mal so einen kleinen russischen. Ja, hier kann man noch die Waffen auswählen. Bomben, Raketen. Aber nee, ich will ja einfach nur Geschütze. Und hier, der Anstrich. Was haben wir denn hier? Schwarzmeerflotte. Alles klar. Dieses Gelbe ist halt immer auf Simmerdon. Irgendwas. Ja. Und dann spawnen wir mal. Zack. Okay. Ja, das ist manchmal so ein Fehler, wenn du alleine bist und gestorben bist und der dann wieder spawnt, dann stirbst du nochmal.
Es geht dann aber beim zweiten Mal spawnen wieder. Das ist ein bisschen komisch. So, huch! Das ist ein kleiner. Okay. Okay, so, Flughafen. Wo bist du? Ach! Da. Gut. Diesmal schaffen wir das aber. Ach, jetzt haben wir gar keine Bomben. Hätte ich ja auch mal zeigen können. Mit Leertaste kann man nämlich die Bomben abwerfen. Da seht ihr in der Mitte so vier kleine Klappen. Und Raketen gibt es dann auch noch. Dann drückt ihr Alt und Leertaste. Gehen wir mal ins Cockpit. Oh ja. Schickes Cockpit. So. Ja genau, der Knüppel, der bewegt sich auch. Wenn man schießt, bewegt sich da auch was. Ja, gut, also. Fahrgestell ausfahren. Langsam ankommen. Oh Gott, das wird doch nichts. Geht mal ein bisschen niedriger. So. Komm, das schaffen wir diesmal. Ja. So. Ihr dürft auch nicht zu langsam ankommen, das hat man ja eben gemerkt. Und schön gerade. So. Jetzt drosseln wir. Und man sieht, ich bin gelandet. Sieht man jetzt nicht, aber Moment. Uah. Uah. So, jetzt sieht man's. So. Schon nicht gelandet. So. Ja, bleib mal stehen, danke. Wenn wir jetzt stehen bleiben, dann wird der Bildschirm kurz schwarz, richtig. So, und jetzt wurden wir repariert. So, jetzt können wir noch den Motor ausmachen. Cool gemacht. Naja. Und dann heben wir erstmal wieder ab. Oh Gott, na hoffentlich schaffen wir das. Aber das wird schon. Oh yeah. Oh yeah. Geschafft. Super. Na gut. Dann war es das erstmal von mir. Und man hört sich bei weiteren Gameplays und ja. Habt viel Spaß, wenn ihr euch das holt. Und man hört sich. Bis denn.